Vielen Dank für eure Offenheit. Seid alle einzigartig. Genießt diese Zeit hier. Ja, und was soll ich sagen? Es war ein echtes Casting heute. Es gibt einen echten Kunden. Und dieser Kunde hat auch den ganzen Tag zugeguckt auf einem Fernseher. Ich war ein bisschen schockiert. Dass es jetzt tatsächlich um einen richtigen Job geht und nicht nur ein Teaching ist, hat mich schon kurz ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ja, und ich würde sagen, dieser Kunde übernimmt jetzt. Toi, toi, toi. Viel Erfolg und viel Spaß vor allen Dingen bei diesem großen Job. Mua. Vielen Dank. Tschüss. Ich glaube, mein Casting-Teaching ist gut rübergekommen, aber es kommt halt nicht darauf an, was ich denke, nicht mal was Heidi denkt, sondern wirklich, was der Kunde will. Und ich bin sehr gespannt. Hallo, ihr Lieben. Hi. Wir haben heute ein verstecktes Casting tatsächlich durchgeführt für unser Produkt Emmy Kaffee Latte. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jahr feiern können. Emmy Kaffee Latte wird nämlich 20 Jahre alt. Und dazu gehört natürlich eine fette Geburtstagsparty. Und dazu natürlich auch eine tolle Kampagne. Und für diese Kampagne suchen wir zwei von euch. Ein Female Model und ein Male Model. Und das wären... Aldin. Ich kann es noch immer nicht wirklich realisieren, dass ich jetzt den Job bekommen habe. Vor allem den allerersten Job bei Jeremy's Next Topmodel für einen Mann. Dann haben wir uns auch entschieden für Khadija. Es ist eine richtige Ehre. Also ich kann es nicht mal in Worte fassen. Ich glaube, ich muss mir eine Nacht drüber schlafen. Dann kann ich euch alle Antworten beantworten, die ihr von mir haben wollt. Wir sehen uns beim Job. Wir freuen uns riesig, danke mit euch morgen auch dieses tolle Shooting machen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Also Aldin ist für mich immer noch das, wo man hinkommen möchte, glaube ich, für uns alle. Weil er setzt die Messlatte wirklich extrem hoch. Ich glaube, das Bad ist frei, oder? Oh, ich muss duschen. Der vorletzte Morgen in Spanien startet für fast alle Models entspannt. Diese Woche habe ich das Gefühl, dass ich auf jeden Fall mehr liefern muss. Ich wurde letzte Woche von Heidi leicht kritisiert. Das sieht ein bisschen müde aus, a little tired, no? He looks tired. Wo ist die Energie? Man muss, auch wenn es der Walk langsam ist, muss irgendwo noch eine Energie sein. Exactly. Und da ging es wirklich darum, dass man stark, powerful da diese Treppe runterläuft. Das, was ich jetzt nicht extrem gut gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade so ein bisschen beobachtet werde. Ich glaube, ich muss jetzt beim nächsten Mal auf jeden Fall was bieten, weil sonst... Ich glaube, du bist so im Shooting sehr, sehr gut, weißt du? Ja, das kann sein. Aber ich denke, ich muss sowieso beides können. Laufen, ja, und deswegen muss ich da auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Gas geben. Alles geben müssen jetzt auch Aldin und Khadija. Denn für sie geht es heute direkt zum Shooting für den ersten Job bei Germany's Next Topmodel 2024. Ja, herzlich willkommen am Set heute. Ihr seid unsere Markengesichter für Emmy Kaffee Latte in 2024. Also eine tolle Leistung. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ein super herausforderndes Shooting heute, weil es geht darum, eine coole Stimmung aufbringen zu lassen, wie wenn eine riesen Party abgehen würde. Also eine Partystimmung kriegen wir auf jeden bestimmt Fall. Wir haben uns, wir wissen so, wir viben, wir matchen miteinander von der Energie her, was so sehr, sehr wichtig ist. Die anderen werden voll neidisch. Also die anderen werden, wenn die das sehen, wirklich echt neidisch sein. Ja. Ey Jungs, ganz ehrlich,
Ich finde es gerade gar nicht so schlimm, dass ich den Job nicht bekommen habe, muss ich ehrlich sagen. Ist eigentlich ganz geil so. Ja, wobei es schon schön wäre. Natürlich wäre es schon geil, so den Job zu bekommen. Aber ich muss sagen, die zwei, die ich auch bekommen habe, ist halt auch. Also passen halt auf die Fresse. Natürlich will jeder den Job haben. Ich hätte auch den Job gerne gehabt. Aber wenn man halt kein Fit für die Kampagne ist, dann ist man halt kein. Also passt man halt nicht rein. Ja, das vielleicht, wenn wir gewusst hätten, dass es kein offen, also kein verstecktes Casting ist, hätten wir auch anders agiert. Ja. Aber auf der anderen Seite hat es nichts gebracht, wenn du dich halt verstellst, weil dann, keine Ahnung, passt das auch nicht zu dir, der Job, weil du bist dann nicht du gewesen. Bei unserer Party fehlt natürlich noch etwas. Amy Cappellatte. Hier ist es. Natürlich passend zum Geburtstag. Unsere Birthday Edition. Im Geschmack Hazelnut Choc. Spielt mit den Bechern. Ihr seid die Ersten übrigens, die die in der Hand halten dürfen. So. Dankeschön. Oh, das ist sehr gut. Khadija und Aldin sind für uns eine echte Überraschungstüte. Und es ist mega. Wir sind auf einem super Weg. Jetzt kommen immer mehr Props ins Spiel. Und ich glaube, gleich explodiert hier die Party. Wir haben ja zwei Models gesucht, die wirklich Lebensfreude ausstrahlen, positive Vibes, einfach Spaß zeigen. Und das haben die beiden wirklich von Anfang an bis zum Ende wirklich durchgezogen und das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die haben unsere Marke Amy Cappellatte sehr, sehr gut repräsentiert. Ich weiß nicht, was die anderen gerade machen. Ich werde denen auf jeden Fall sagen, dass wir mega Spaß hatten. Wir hatten sehr gute Laune, gute Musik, coole Leute am Set. Also haben die einiges hier heute verpasst bei uns. Ja. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.